Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Ja, das geht schon richtig an den Nerven ran. Und das macht einen auch doch recht wütend, weil man möchte seine Kühe gesund haben, aber man schafft es nicht. Was mache ich hier letztendlich? Ich versuche Einkommenserwirtschaften, ich versuche ein vernünftiges Produkt zu machen und mit meinen Kühen zu arbeiten, aber ich mache meine Familie krank. Die Rede ist von chronischem Botulismus. Edwin van Oever und seine Kühe sind von dem gefährlichen Bakterium befallen. Und sogar seine kleine Familie war infiziert. Seit der Diagnose lässt er seine Kinder nicht mehr in den Kuhstall. Trotz großer Beschwerden kümmert sich der 37-Jährige täglich um seine Milchkühe. Vor 7 Jahren zog der Landwirt von Holland nach Elsfleth. Alles lief gut, als plötzlich seine Kühe erkrankten. Mittlerweile können sich die meisten Tiere nicht mal mehr auf den Beinen halten. Sie geben keine Milch, fressen und trinken nicht mehr. So wie diese Kuh. Sie ist vollkommen abgemagert und voller Entzündungen. Kein Einzelfall. Ja, betroffen ist in meinen Augen eigentlich jeden Kuh, die im Stall steht. Nur die Totalverlusten, wo die Kühe letztendlich tot von den Betrieben abgegangen sind, ist bei mich mittlerweile auf 120 Stück in 4 Jahren Zeit aufgelaufen. Und das bei einer Herdengröße von 150 Tieren ist das enorm. Die Ursache sind stäbchenförmige Bakterien mit dem Namen Clostridium botulinum. Wissenschaftler vermuten, dass sich das Bakterium im Darm von Rindern ansiedelt und dort das Gift bildet, das dann nach und nach aufgenommen wird und langsam krank macht. Dirk Dressler erforscht seit Anfang der 90er die Krankheit. Laut dem Neurologen kann sich die Krankheit auch auf den Menschen übertragen. Diese zunächst mal sehr verwirrend erscheinenden Beschwerden bei den Betroffenen auf eine Einwirkung von Botulinumtoxin zurückführen können. Wir wissen aber überhaupt noch nicht, in welcher Weise das Toxin diese Landwirte erreicht. Edwin van Oever ist nicht alleine mit diesem Problem. Allein in Niedersachsen sind 250 Höfe betroffen. 22 Landwirte sind an dem Toxin erkrankt und klagen über Beschwerden wie Muskelschwäche, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Doch sie werden alleine gelassen mit ihrem Problem. Die Krankheit ist nicht als solche anerkannt. Es gibt keine staatlichen Hilfen, denn die Krankheit fällt nicht unter das Tierseuchengesetz. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat ein aktuelles Forschungsprojekt in Auftrag gegeben. Den Zuschuss für die Forschungsgelder bekam die Tierärztliche Hochschule Hannover. Für den Neurologen der Anfang vom Ende. Nach allem, was wir wissen, müssen wir allerdings Kritik an diesem Projekt formulieren. Dieses Projekt ist durch die Wissenschaftler, die es bearbeiten sollen, einseitig aufgestellt. Ja, also es gibt von den Wissenschaftlern vorab Stellungnahmen, die wirklich eine einseitige Voreingenommenheit erwarten lassen. Und das ist kein guter Start für ein wissenschaftliches Projekt. Wissenschaft muss wertfrei sein, Wissenschaft muss ergebnisoffen sein. Sie können nicht in einem Projekt starten, wenn Sie sich schon vorab festlegen bezüglich des Ergebnisses. Und genau das passiert hier. Und nicht nur das. In einem Schreiben an das Bundesministerium wies Dressler darauf hin, auch auf Hinsicht des Verbrauchers zu forschen. Die Antwort, es sei eine Hypothese, dass es sich hier um die seuchenhafte Ausbreitung eines Erregers handle. Gesicherte Fakten gebe es nicht. Weitere Untersuchungen seien nicht beabsichtigt. Alles, was den Menschen angeht, ob jetzt als Landwirt, ob jetzt als Tierarzt oder vielleicht sogar auch als Verbraucher, ist vollkommen ausgespart bei diesem Projekt. Wir haben das Ministerium, das diese Gelder ausgeschrieben hat, darauf hingewiesen. Die lapidare Antwort war, es ist nicht vorgesehen, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Dabei sei es wichtig zu erforschen, ob ein krankes Rind zum Schluss auf dem Teller des Verbrauchers landet. Natürlich besteht die prinzipielle Regelung, dass nur gesunde Tiere geschlachtet werden sollen. Aber wenn es eine Krankheit gibt, von denen einige behaupten, dass es sie gar nicht gäbe, dann ist natürlich vorstellbar und es gibt auch Hinweise darauf, dass das tatsächlich so abläuft, dass solche Tiere trotzdem geschlachtet werden.
Ich kann nicht behaupten und ich will auch nicht behaupten, dass dadurch jetzt Menschen unmittelbar als Verbraucher in Gefahr geraten, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Wie groß die Gefahr für den Menschen ist und ob chronischer Botulismus zur Epidemie werden kann, vermag also keiner zu wissen. Eins ist jedoch klar, Edwin van Oever ist mit seinen Kräften am Ende. Wie lange halten wir noch durch? Man kann das durchhalten, aber es ist irgendwann für die Familie nicht mehr zu vertreten, dass man sagt, ist es überhaupt so viel Zeit und Energie in ein Problem zu stecken und dann nur Geld hinterher zu packen und dann auch seine eigene Familiengesundheit zu gefährden. Da haben wir uns selber gesagt, das machen wir noch ein paar Monate. Wir hoffen, dass da jetzt was kommt und sonst muss im Sommer doch Entscheidung getroffen werden, dass hier doch Schluss ist. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.